Wenn man bedenkt, dass die Ampel jetzt erst 2 Jahre ihrer 4 Jahre Amtszeit absolviert hat, ist es absolut beängstigend, was sie noch in den nächsten 2 Jahren anrichten wird. Um das mal verständlich auszudrücken, damit es auch jede Pfeife versteht. Die haben das Land mit so einer unglaublichen Präzision gegen die Wand gefahren, dass selbst ein Expertenteam, das den Auftrag hätte, dieses Land zu zerstören, gegen diese Honks in der Regierung wie absolute Amateure aussehen lassen würde. Ein Beispiel: vor 2 Jahren konnte man noch Wohnungen bauen oder kaufen, wenn auch arschteuer. Heute kann sich niemand mehr eine Wohnung leisten und niemand wird noch eine Immobilie bauen. Essen gehen mit der Familie ist jetzt unerschwinglich. Dank der ganzen Erhöhungen. Und als wäre es nicht genug, haut man noch den Landwirt in die Pfanne und macht denen noch den Garaus. Damit das Essen allgemein noch teurer wird. Wie sehr muss man sein eigenes Volk hassen, um das Land so dermaßen gegen die Wand fahren, dass selbst die schlimmsten Befürchtungen schon in unter 2 Jahren vollständig pulverisiert wurden? Dazu muss man auch noch sagen, dass in den letzten 2 Jahren ein regelrechter Vernichtungskrieg gegen die arbeitende Bevölkerung inszeniert wurde. Ein Beispiel dafür ist, dass Bürgergeldler wie Gott in Frankreich leben und Flüchtlinge die Arbeit meiden wie der Teufel das Weihwasser. Und diese keinerlei Sanktionen fürchten müssen, während der arbeitenden Bevölkerung an allen Ecken und Enden das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und diese langsam zugrunde geht, wegen beispielsweise Lkw-Maut, CO2-Steuererhöhung, Krankenkassenbeitragserhöhung und. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Die Bevölkerung könnte ja auf die Straße gehen, um ihrem Unmut Luft zu machen. So wie das in Frankreich üblich ist. Da hat man einfach schnell Drogen für jedermann frei zugänglich gemacht, damit der Michel auch schön sein Maul hält. Fragt man sich, wieso das alles? Hat irgendjemand denjenigen da oben die Birne schief in die Fassung geschraubt? Oder ist folgendes Szenario gar nicht so unrealistisch? Am Ende der 4-jährigen Amtszeit von Olaf Scholz übergibt Robert Habeck ihn einen Euro. Wissen Sie wieso? Na, vielleicht haben diese ja gewettet, dass man ein Land in unter 4 Jahren gegen die Wand fahren kann, ohne dass auch nur einer in der Bevölkerung aufmuckt. Denken Sie darüber nach. Und wenn Sie denken, das war es schon, dann sind Sie noch dümmer als die Schellensau. Die fangen gerade erst an. Die sind noch in der Aufwärmphase. Die haben jetzt ihre eigene Polizei. In Berlin marschieren schon Zehntausende von ihrer islamischen Armee auf und ab. Zitat: Der Islam gehört zu Deutschland. Und jeden Tag wird diese Armee stärker, die für ihren Gott alles tut. Und das Erste, was diese neuen Vorzeigebürger tun werden, nachdem sie Bürgergeld beantragt haben, ist, die SPD oder die Grünen zu wählen. Denn das dürfen sie jetzt bald, dank unserer Ampelregierung. Einen schönen Tag noch!